Hi, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Württemberg und durch freundliche Unterstützung durch Herrn Sandner gehen wir heute nun einen Schritt weiter in der Württemberg-Philatelie. Denn die Einführung der Mark- und Pfennigwährung am 1.7.1875 veranlasste die württembergische Postverwaltung zur Ausgabe einer neuen Markenserie. Die Vorbereitungen hierzu begannen bereits im Spätsommer 1874. Man wollte jetzt an den bisherigen Motiven nicht festhalten und beauftragte daher die Stuttgarter Architekten Eisenlohr und Weigle mit der Herstellung von Entwürfen. Und einige dieser Entwürfe, die hierbei eingereicht wurden, könnt ihr jetzt hier auch schon sehen. Insgesamt wurden 9 Entwürfe eingereicht, von denen anschließend dann auch einer ausgewählt wurde. Dieser wurde jetzt auch beibehalten bis zur Aufgabe eigener Postwertzeichen im Jahr 1902. Es wurden die Wertstufen zu 3, 5, 10, 20, 25, 50 Pfennig und abschließend 2 Mark hergestellt. Also insgesamt 7 Werte. Und hier haben wir sie nun. Die neuen Freimarken Michelnummer 44 bis 50. Die Marken wurden, wie schon zuvor erwähnt, am 1. Juli 1875 verausgabt. Und auch der Umrechnungsfaktor ist so, wie wir ihn kennen. Eine Mark entspricht 100 Pfennig. Und natürlich sind jetzt auch bei der Herstellung dieser ersten 7 Werte auch wieder Plattenfehler entstanden. Hier zu sehen Michelnummer 45 mit Plattenfehler römisch 4. Kerbe in oberer Randlinie etwas links der Mitte. Hier abgebildet Michelnummer 49 mit Plattenfehler römisch 1. Kerbe in oberer Randlinie, ca. 1,5 mm von rechter Ecke entfernt. Der höchste Wert der neuen Serie war jetzt der 2-Mark-Wert Michelnummer 50. Dieser hat jetzt die 70-Kreuzer-Marke zu ersetzen. Wie schon sein Vorgänger war dieser Wert nur für den innerdienstlichen Postverkehr bestimmt und zum Verkauf an das Publikum verboten. Wie ist schon der 70-Kreuzer-Wert, wurde auch der 2-Mark-Wert wieder nur an bestimmte Postämter ausgeliefert. Das Papier der Marke bestand jetzt aus feinstem Leinenstoff, ganz reinweiß und fleckenlos, stärkst satiniert. Die Farbe war jetzt anfänglich hellgelb, später dann tiefgelb. Und auch bei der Gummierung wurde jetzt, schwäbisch total untypisch, nicht gespart. Der Gummi bestand aus feinstem Gummi Arabicum ohne jeden Zusatz. Das führt jetzt leider dazu, dass die postfrischen Marken sich rollten und im Laufe der Zeit dann auch brüchig wurden. Der 2-Mark-Wert Michelnummer 50 wurde insgesamt an 82 Poststellen ausgeliefert. Und wie schon zuvor erwähnt, ersetzte der 2-Mark-Wert nun den 70-Kreuzer-Wert. Und dies ist auch nicht verwunderlich, denn rechnet man es um, so entsprechen 70 Kreuzern genau umgerechnet 2 Mark. So durften noch die hier abgebildete Michelnummer 39 und Michelnummer 41, der 7 und der 14 Kreuzerwert, bis zum 30. Juni 1876 aufgebraucht werden. Dies hatte den Grund, dass die Kreuzerwerte sich sehr gut auf die Pfennigwerte umrechnen ließen. Denn 7 Kreuzer entsprechen 20 Pfennig und 14 Kreuzer daraus resultieren dann 40 Pfennig. Die Entwertung dieses höchsten Wertes erfolgte anfänglich entsprechend der Vorschrift handschriftlich durch Tinte mit Angabe der Poststelle und des Datums. Diese Vorschrift wurde manchmal sehr genau gehandhabt. Man findet auf Paketkartenentwertungen der 2-Mark-Marke durch Tintenhandschrift die Entwertung zusätzlicher Frankaturen durch Stempel. Manchmal wurden diese Marken auch nur durch schwarze, selten durch blaue oder rote Tintenstriche entwertet. Die meisten gebrauchten Marken weisen jetzt Stempelentwertungen auf entweder durch Kreis- oder Fächerstempel auf. Man findet jetzt beim Postamt Stuttgart 1 und Oberndorf am Neckar auch Hufeisenstempel. Telegrafisch gebrauchte 2-Mark-Marken gibt es jetzt nicht, da zur Zeit ihrer Verwendung die württembergischen Telegrafenstationen noch nicht der Postdirektion unterstellt waren und seit dem 01.01.1875 über eigene Telegrafenmarken verfügten, die dann auch erst am 30.06.1881 außer Kurs gesetzt wurden. Der ersten 2-Mark-Marke Mittelnummer 50 war jetzt aber leider kein sehr langes Leben beschert. Denn trotz Verbot wurde sie an Privat verkauft, vermutlich an Sammler.
Gleichzeitig dazu wurden jetzt auch Fälschungen festgestellt. Aus diesem Grund wurde in aller Stille ein neuer Wert in zielroter Farbe auf sämischem Papier hergestellt und die gelbe 2-Mark-Marke am 15.10.1879 außer Kurs gesetzt. Sämtliche jetzt noch vorhandene Marken mussten daher zurückgesandt werden. Es waren im Ganzen 7.295 Stück und diese wurden dann mit den noch vorhandenen 83.000 Stück verbrannt. Insgesamt wurden von Michel Nummer 50 ca. 70.000 Stück postalisch aufgebraucht. Hier zu sehen Michel Nummer 51 und 52. Zusammen mit dem neuen 2-Mark-Wert wurde ein neuer 50-Pfennig-Wert mit ausgegeben. Die 2-Mark-Marke in ziegelroter Farbe auf sämischem Papier. Für diese Marke wurde die Druckplatte der gelben 2-Mark-Marke verwendet. Die Farbe ist jetzt ziegelrot, das Papier von gleicher Qualität wie das der gelben, meist etwas dicker, aber sämisch und durchgefärbt. Auf der Rückseite der Marke finden wir den Aufdruck unverkäuflich, um vergessliche Beamte daran zu erinnern, dass diese Marke ja nicht an die Kunden auszugeben ist, sondern nur im innerdienstlichen Verkehr zu verwenden ist. Der Druck der Marke war am 30.09.1879 beendet und der Postdirektion am gleichen Tag ein Bogen von 100 Stück vorgelegt, der darauf wieder zurückgegeben wurde. Die Perforierung war jetzt dieselbe wie bei der gelben 2-Mark-Marke. Die Auflage betrug 100.000 Stück. Durch eine Verfügung der Postdirektion musste die ziegelrote, die gelbe Marke am 15.10.1879 ablösen. Sollten Postsendungen mit der seitherigen gelben Marke auch hinterher noch auftauchen, dann mussten diese angehalten und umgehend mit einem Bericht der Postdirektion zugeführt werden. Man hoffte, auf diese Weise sowohl den ungetreuen Beamten als auch den Fälschern auf die Spur zu kommen, hatte hierbei aber keinerlei Erfolg. Und natürlich kam es jetzt auch bei der Herstellung dieser neuen Werte wieder zu Plattenfehlern. Hier haben wir jetzt Michel Nummer 51 Plattenfehler Römisch 1. Kerbe in oberer Randlinie ca. 1,5 mm von rechter Ecke entfernt. Dieser Plattenfehler kommt uns jetzt bekannt vor. Dies liegt daran, dass für den Druck der Michel Nummer 51 der gleiche Druckstock verwendet wurde wie für Michel Nummer 49. Bei dem hier abgebildeten Plattenfehler Römisch 2 der Michel Nummer 51 erfolgt der Bruch der rechten Randlinie kurz unterhalb des Wappens. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe zur Württemberg Philatelie angekommen. Wenn ihr euch weiter in das Thema einlesen möchtet, so schaut doch einfach mal auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Württemberg vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!